Ja, hallo und willkommen zurück zu unserem Spielchen. Ich habe ja eben Livestream gemacht und der ist jetzt eigentlich immer noch am Anfang, aber wir haben schon ein bisschen gebaut und ich hatte unglücklicherweise Disconnect und YouTube lässt mich dann irgendwie den ganzen Tag nicht reconnecten mit dem Livestream, wenn ich einen Disconnect hatte, weil der Kollege irgendwie der Meinung ist, sie müssten meine IP-Dings da resetten, obwohl ich das beim Router eingestellt habe, dass sie das eben um 4 Uhr morgens machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aus dem Grund geht es jetzt hier mitten im Video sozusagen weiter, wenn ihr wollt. Aber es ist noch nicht viel passiert. Ich habe meine Anfangsbasis gebaut, ne? Ist immer noch der ganze Anfang. Und habe jetzt, weil da so eine Chokepoint-Map hier ist, habe ich jetzt hier die Chokepoints auch in den Seiten zugemacht, für alle, die es nicht gesehen haben. Hier oben ist unsere Eisenmine. Und habe auch noch Upgrades vergeben bei den Cottages, damit ich mehr Einkommen habe. Und mein nächstes Ziel war jetzt hier vorne die Farmen aufzubauen, damit ich unendlich Nahrung und Manpower habe, um die Soldaten einfach massiv auszuheben. Und dann können wir halt damit expandieren und die Basis natürlich beschützen. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Weil den ich am Anfang dabei war, ich war sehr glücklich, ich hatte hier am Anfang einen relativ guten Wald, den ich mit vielen Sägewerken belegt habe, 3 Stück, und diesen komischen Hunter-Cottages. Und dann habe ich einen Bürgermeister gehabt, der nochmal jedem Hunter-Cottage plus Nahrung gab. Plus 2 oder 3 war das. Weswegen ich auch einen sehr guten Start hatte, obwohl das noch sehr klein hier aussieht. Das ist eigentlich eine sehr effiziente Geschichte im Moment, den da so ein bisschen an so einen kleinen Stadtstaat aus dem Mittelmeer. So, hier oben war ich jetzt gerade aber am Clearen. Da waren wir stehen geblieben. Hab jetzt einen Holzüberschuss. Wir bräuchten noch einen Marktplatz. Den können wir aber erst ab 200 bauen, wenn ich richtig erinnere. Von da wollen wir nicht frühzeitig tecken. Genau. Hier unten übermauern. Der tritt die ein. Ist okay. Das ist aber eine einzige Stahlproduktion. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, der Typ, der da gerade läuft, ob der das Eisen jetzt da unten reinbringt. Im Moment habe ich zwar Holz über, was wir nicht benutzen. Und das ist ziemlich doof. Aber ich kann das erst benutzen, wenn ich hier oben quasi das geklärt habe. Das war so ein bisschen die Idee. So, wir können deswegen schon mal die Tesla-Spule bauen, die nächste. Wenn wir nach außen expandieren können. Ja, perfekt. So. Und dann können wir hier mal gucken, wegen der ersten Farm. Ja, Gold braucht man, ne? Tesla kostet halt 200 Gold. Das ist halt krass, ne? Also expandieren ist ultra teuer in dem Spiel, wenn ihr mich fragt. So, aber hier oben, das ist sicher genug. Das heißt, wir können vielleicht 2 oder 3 Farmen bauen und dann eine Mauer hier hochziehen. Und da bin ich eigentlich auch sehr glücklich. Weil da vorne stehst, also eher kannst du die Mauer beschützen. 2 Holz kostet das, aber Holz haben wir unendlich viel im Moment. So, jetzt können wir mal gucken. Goldrotation war da. Das heißt, jetzt können wir hingehen und die Farmen bauen. Ja, 64, das ist halt krass viel, ne? Oh, zweite kann ich mir nicht leisten, oder was? Wäre schön, wenn man mal anzeigen würde, welche Ressource ihm da fehlt. Ja, brauchen wir noch, müssen wir einen warten. Dann brauchen wir noch eine zweite Farm und eine riesen Mauer drumherum. Das wäre mein Ziel. Und damit das eben auch funktioniert, können wir schon mal die Soldaten da hochbringen. Das Schlimme bei einer Farm ist, wenn die infected wird, da wohnen nicht nur 64, er macht nicht nur 64 Nahrung, sondern da wohnen auch irgendwie 30 Mann und da kommen dann direkt 30 Zombies raus. Also eine infected Farm verliert euch fast instant das Spiel, habe ich mal gesehen. Da muss man aufpassen. Jetzt überlege ich hier unten, ob ich hier vielleicht einen dicken Turm mit Soldaten ausrüste und dann hier die Mauer drumherum baue, damit die in alle Richtungen schießen können. So, jetzt bauen wir aber erstmal hier so einen Ring. Das sieht eigentlich sehr safe aus. Reporting for duty. So, nächste Farm. Ich überlege sogar fast, ob wir 3 Farmen dahin packen können. Hier eine und da unten dann gleich eine. Vom Platz her passt das nämlich. Also Farben machen euch halt ultra stark, habe ich den Eindruck. Kolonisten, 6 Worker. Sind das immer nur die Hälfte? Kann das sein? Sind jetzt Kolonisten drin? Ich sehe jetzt gar keine Worker. Aber wahrscheinlich, weil die am Arbeiten sind da drin. Deswegen kostet die auch keine Worker. Ach so, das erhöht die Kolonisten, aber nicht die Worker-Anzahl. Ist das richtig oder vertue ich mich da jetzt? Tatsächlich, hier kriegt man keine Worker, was ja auch durchaus Sinn macht. Ah, ich habe gedacht, da wären auch Worker drin, was ja natürlich blöde. Also sind natürlich drin, die arbeiten aber da vor Ort. Das heißt, wenn ich mehr Soldaten haben will, muss ich tatsächlich die normalen Hütten bauen. Das ist die einzige Ecke, wo wir dann die Worker herbekommen. Das heißt, ich brauche jetzt Bauplatz, um die Worker zu besorgen. Das heißt, eine dritte Farm würde mich gar nicht weiterbringen an der Stelle. Hätte ich die auch effizienter hier in mittig bauen können. Ich meine, jetzt haben wir das schon mal hier. Dann bauen wir zumindest jetzt hier die Cottage hier hin. So ganz effizient war das jetzt nicht, aber na gut. Ich habe das zu spät richtig gelesen. Die jetzt schon mal die ganze Ecke hier. Bam, 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 bam. Episch. Ja, da war das natürlich ein bisschen doof da oben. Na gut, Bürgermeister.
können wir. Ja, ich glaube, wir bauen wirklich die Defense jetzt hier oben. Kann man das so schräg bauen? Er will ja eigentlich nicht zu viel Bauplatz verloren geben, ne? So. Kommen wir da rein. Attention. Ach Building Quatsch, was mache ich denn completed. da? Jetzt habe ich mich dreimal verklickt. Building completed. Great. Okay. Was wir eigentlich wollen, ich pausiere das jetzt einfach mal, also mache ich wieder Mist. Also erstmal die Mauer da oben fertig bauen. Gut, das halt zu, machen wir lieber mal richtig. Ein bisschen Angst, dass dann unter Umständen noch einer da durchkommt. So. Muss nur einer durchkommen, der da verlieren könnte, ne? So, und dann den Turm. So ein bisschen mittig hier, der dann alle Richtungen ballert. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier im Bau, ob die Bogenschützen dann noch bis da oben feuern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich baue mal einen für den Norden, einen Turm. Und hier unten habe ich eh jetzt gerade die Armee stehen. Da sehe ich jetzt nicht, ob wir dazu machen müssten. Dann können wir die Richtung auch expandieren. So, wir bauen weiter Soldaten. Stell die mal ein bisschen weiter an die Mauer, dann kannst du die vielleicht besser abknallen, denn riskieren wir nicht, dass er die einreißt. So, der nach oben. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was wir als nächstes einen Angriff nehmen wollen. Theoretisch können wir auch die Mauer nach außen verlegen und hier wirklich hardcore expandieren. Ich weiß nur nicht, ob uns das weiterhilft. Also ich glaube, das Ziel ist auf jeden Fall erstmal die Economy stärken weiter. Ich guck gleich mal. Ja, also die Hütten da oben hinbauen. Wenn ich wirklich nachher noch eine Farm brauche, dann ist das natürlich super scheiße. Auf der anderen Seite habe ich gerade 99 Nahrung. Ich weiß nicht, ob man die noch im Spielverlauf, ob man die benutzt, ne? Nee. Also wenn ich doch nochmal eine Farm brauche, solange ich noch Bauplatz woanders habe, bauen wir es erstmal woanders hin. Muss man ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich, wenn man das hier am Rand baut, wenn das dann übernommen wird vom Gegner. Bauen wir erstmal das aus, was wir noch haben, ohne dass wir da, ne, unnötig overboard gehen. Wovon redest du denn? Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. Das ist gut, Soldat. So, bringen wir mal so einen Soldaten da rein, auf Range und alles. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, so ein Ding. Ich vermute mal 4 Stück. Ich guck mal gerade, ich würde reinstecken können. Aus Neugierde. So, und Defense steht auch hier überall. Wahrscheinlich, wenn ich die Mauer nicht dauernd reparieren will, müsste ich überall Türme hinbauen. Aber ich glaube, wir haben eh genug Holz. Das sind dann vier Mann schön gemischt. Ihr stellt euch dahin, weil da auf ist. Ja, der nächste Schritt. Genau, wir haben jetzt 200 Mann über. So ein Stone Tower Bonus. Ich vermute, das heißt, es ist umsonst, aber so eine Ballista klingt so, dass man rausballern könnte. Wir machen mal die Ballista, weil ich die noch nie hatte. Und jetzt geht's los. Ich glaube, das nächste Gebäude ist tatsächlich der Marktplatz ab 200, den man halt auch bauen kann. Nicht nur tecken, sondern auch bauen. Ich weiß nur nicht, wo ich ihn hinbauen soll, vom Platz her, ehrlich gesagt. Weil der bufft auch, glaube ich, diese Dwellings hier. Oder Cottages, oder. Aber ich glaube, nee, der Dwellings bufft der. Das ist vielleicht doch was anderes? Ich gucke gleich nochmal beim Marktplatz. Okay, aber gucken wir trotzdem mal, was können wir sonst noch machen? Military, bla bla bla, hier unten ist unser Bonus-Ding. So eine Ballista. Attacks nearby enemies. Das ist die Reichweite. Ah ja. Am meisten Sinn würde ich ja wahrscheinlich hier oben machen, weil wir hier den ganzen Norden damit abdecken. Da haben wir eigentlich eh schon einen Turm. Egal. Der Norden ist auf jeden Fall absolut sicher, da brauche ich mich dann nie wieder drum kümmern. Und von den Seiten greifen sie ja nicht wirklich an im Moment. So, weiter Soldaten bauen. Ich überlege halt, ob wir noch mehr Türme brauchen. Aber eigentlich hat die noch nicht mal annähernd die Mauer eingerissen bisher, die Jungs, die Gegner. Ja, vielleicht wäre es wirklich gut, wenn wir hier expandieren würden, ne? Dass wir da einfach mal zumachen. Ja, hier unten wäre nochmal Eisen, ne? Wenn wir hier zumachen und hier zumachen, dann haben wir hier für den Marktplatz und das Dwelling haben wir einen riesen Area, in der wir arbeiten können. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das. Wir expandieren jetzt mal in diese Richtung. Und
Und dann tun wir die Basis massiv dahingehend ausbauen. Mach ruhig mal auf da. Und alle Soldaten, die nichts zu tun haben, können gerne mal dahin. Bring die mal einfach nach oben, die Jungs, die neu gebaut werden. Hier ist eigentlich eh nie was zu tun. Ja, dann klären wir jetzt die Area hier vorne. Ah, hier ist unsere Ballista jetzt. Die schießen jede Richtung. Wahrscheinlich brauchen wir die Soldaten gar nicht mehr da drin, da oben. Nehmen wir einfach mal raus ein paar von denen. So, dann klären wir, wie gesagt, systematisch mal hier die Area hier oben. Commander? What do you want now? Attention, all the way. Technology research at your service. So, Bobo, Offensive der Menschen. So, jetzt müssen wir gleich auch unseren Marktplatz haben, den wir einsetzen können. Ja, wir bauen auf jeden Fall systematisch das aus. Und ja, dann bauen wir hier die ganzen Dwellings und Marktplatz und was nicht alles, was man halt so braucht. Dann kriegen wir nämlich auch die Worker hoch, die Zahl. Ein bisschen Energie brauchen wir. Ich muss mal gleich mal gucken, ob wir das noch irgendwie tecken wollen. Passt das denn noch hin? Da oben, sagst du? Machen wir das sehr schön. Hier kommen immer mehr Zombies, sehe ich gerade. Da bräuchten wir vielleicht noch mal einen extra gleich. Müssen wir mal gucken. So, der hat jetzt gesagt, in 7 Stunden gibt es Dozen of Infected and Near the Colony vom Süden aus. Die Frage, ob der Süden dieser Süden ist oder dieser Süden ist. Das ist natürlich jetzt doof. Ich kann auf jeden Fall noch eine Ballista bauen. Das ist ja schon mal ein Süden. Ja gut, wir haben auf jeden Fall die gesamte Armee jetzt hier, aber die stehen jetzt natürlich auch im Freien so ein bisschen. Okay, lass mal gucken, welcher Süden das ist. Wenn wir vorbereitet sind. Das sieht nach einer normalen Horde aus hier, oder? Ich weiß auch nicht, ob das besonders gut ist, wie die jetzt hier stehen, meine Jungs. Ob das die Gegner wirklich auffällt. The Wall. Die Ressourcen haben wir ja, um die Wall hier hochzuziehen. Also wenn das wirklich von dem Süden kommt, dann haben wir das zumindest zu. Das ist ja nicht Süden da. Ansonsten bauen wir da auch noch ein Türmchen. Und ihr setzt euch zum Defen dahin. Bisschen Angst. Das wird der Süden wahrscheinlich sein, ne? Oder bauen wir ja gerade eine Defense gegen auf. Also ich vermute mal, dass das der Blob ist, der sich gerade in Position bringt, der Totenkopf da. Wooden Wall. Keine Ahnung, was das Problem ist. Ach ja. Die können wir, glaube ich, jetzt abreißen hier, einfach weil wir dann mehr Bauplatz haben. Müssen wir da ein bisschen... Ja, genau, wir wollten ja eigentlich diese Dwelling-Geschichte hier bauen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Augenblick ist, um jetzt Hütten hochzuziehen. Weil das sieht doch so aus, als ob das gefährlich wäre, was da kommt. Vielleicht wäre es besser, nochmal kurzfristig ein paar Soldaten hier hin zu spammen. Auch die werden hier links jetzt nicht wild. Das ist super, die einzige Ecke, wo ich keine Ballista habe, kommen die jetzt fast. Aber dafür haben wir zumindest jetzt hier einen Haufen Marines. Und einen Turm und eine Mauer. Man kann nur hoffen, dass das hält. Fast überlege, ob ich noch eine zweite Mauer bauen soll. Turm. Was kostet die denn eigentlich, wenn ich ihn sonst hinstellen würde? Das ist eigentlich nicht so teuer dafür, dass wir vielleicht die Menschheit nicht ausgerottet am Schluss dalassen. Guck mal, ob das hingeht. Wobei Gott, wenn die hier hinten rumgehen, sind wir am Arsch, ne? Aber das sind ja Zombies, so clever sind die sicher nicht. Die flanken mit Bestimmtheit nicht. Go, go, Jungs. Wir brauchen ein paar Truppen an der Front. Ja, da oben hast du ja eh eine Ballista, ne? Tun wir mal zumindest nochmal einen abziehen, der unten aushilft. Beziehungsweise die Ballista schafft auch sicher auch alleine, die Mauer jetzt zu halten. Es gibt genug... Oh, die gehen nach rechts, die gehen nach rechts. Das war ein schmutziger Trick. Das ist zumindest die Ballista dann. Ja gut, die müssen auf jeden Fall weiter hier defen. Kannst du schon mal kaputt machen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob die unload all units, ob die jetzt wirklich alle nach rechts gehen, aber es sieht so aus, ob die jetzt von hier angreifen, überraschenderweise. Ja. Das war halt ein schmutziger Witz. Mit dem Bogen, da wird es ein bisschen wehtun da. So. Bring dich einfach mal schon mal in Position, dann lass die Soldaten gleich durch. Das hier unten könnte jetzt echt ein bisschen problematisch werden. Es kommt darauf an, wie groß der Blob ist. Wenn das alles ist, dann ist egal. Vor allem scheint das Ding Splash Damage zu machen. Was? Das war die ganze Welle? Da hätte ich aber jetzt irgendwie 20 mal so viel erwartet, damit das gefährlich wird. Na gut. Dann war das doch nicht so gefährlich. Okay, also die Defense oder die bemannbare Defense, die steht da auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt mit den Soldiers auf jeden Fall die ganze Ecke jetzt clearen. Okay, dann haben wir das ja. Dann können wir jetzt hier die Dwellings hochziehen, wie ich mir das gedacht habe oder wie die Viecher heißen. Cottage. Warte, jetzt mal gucken. Also. Market. Can buy and sell. Automatic sell. Bla bla. Reduce the food needs. Ah, the food needs of surrounding dwellings. Genau, aber was ist denn jetzt ein Dwelling? Ich vermute mal, dass das wirklich diese Gebäude hier meint. Weil die haben ja Food Needs, ne? Und das soll die reduzieren. Das heißt, wir bauen den Marktplatz und drumherum bauen wir jetzt diese Dinger dann. So würde ich das jetzt verstehen. Wir können es ja gleich an den Zahlen mal angucken. Wir brauchen aber 8 Worker und 40 Steine, um das zu bauen. Das im Stein haben wir natürlich jetzt ein bisschen gepennt. Das können wir aber gerade machen. 4 Steine, sagst du, das ist nicht besonders viel. Vor allem brauchen wir jetzt auch mehr Steine. 6 Steine, das kriegen wir nicht aufgebaut. 3 Steine ist ein bisschen wenig. Ist auch so eine Arbeitervergeudung. Katastrophal. Ist 3 das Höchste, was wir kriegen? Sieht ganz so aus, ne? Hier würden wir halt 6 Steine kriegen, wenn wir das irgendwie an der Tesla-Spule vorbeischieben. 4 Steine. Das ist ja beschissen. Also 4 scheint mir das Äußerste der Gefühle im Moment zu sein. Ist die Frage, ob wir 2 davon bauen wollen. Ich weiß halt nicht, wie viele Steine wir wirklich jetzt im Verlauf brauchen, weil das ist das erste Gebäude, was Steine braucht, habe ich einen Eindruck. Ne, dann lassen wir das erstmal so machen. Können wir denn dann die Dinger zumindest hochziehen? Alle anderen Ressourcen haben wir ja. Ich weiß jetzt leider nicht, wie groß der Marktplatz ist. Ich will da drumherum bauen, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich würde jetzt einfach hier oben knallhart nicht das Gras zubauen. Das ist übrigens auf, ist euch das aufgefallen? Der muss vielleicht mal zugemacht werden. Ne, lassen wir das. Wir machen da oben erstmal zu. Mir gar nicht aufgefallen, dass das Dings war. Ach, da müssen wir vielleicht nochmal vorher so ein Tesla-Ding bauen. Okay, können wir da ein paar Soldaten hinstellen? Danke. Da kommt die Truppe, die klärt jetzt diese ganze Scheiße hier. Also einer muss mal hier rein, falls man unten jemand kommt, ne, dass er da drauf ballern kann. So, die clearen das jetzt hier, dann können wir hier oben auch eine Mauer bauen. Go, Marines! Ja, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Go, go, all in! Ja, so kann man tatsächlich ganz ordentlich clearen. Hier gibt es auch ein bisschen mehr Stahl, Eisen. Das scheint auch ganz gut zu sein. So, was wir jetzt aber wollen, ist immer noch die Defense hochziehen. Aber natürlich so weit außen wie irgend möglich, um wieder Ressourcen zu sparen. Ich weiß halt nie, ob das hier zu ist, wenn das so aussieht. Sagen wir mal so, der Turm kostet ja nicht viel, ne? Weil dann bauen wir da gerne nochmal hier überall einen Turm an jeder Ecke. Da fühle ich mich einfach bedeutend sicherer, wenn ich dann eben kurzfristig da auch Marines und alles reinpacken kann. Weil wenn die dann doch nochmal durch den Zaun durchbrechen, dann können die zumindest weit auf den Gegner schießen. So, und da oben ist das wichtig. So, die haben jetzt alles geklärt, die Marines. Die können wir doch jetzt eigentlich, kann man die einstellen auf. Ist das der Tech-Move? Genau, dass man hier einfach mal mit denen systematisch alles tötet. So, ich tue den Eingang bewachen. Moment sieht die Sache eigentlich ziemlich gut aus. Das wird bestimmt noch katastrophal nachher.
Stone Workshop. Immer erstmal an der anderen Baustelle weiter. Wir brauchen immer noch die Worker. Ich weiß einfach nicht, wie das mit dem Marktplatz nachher wird. Also wir können auf jeden Fall schon mal eine Reihe bauen. Wir können es ja an die Reihe dran bauen nachher. Okay. Ja, guck mal, ob du das hier clearen kannst ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja Zugriff auf die Ressourcen da im Süden. Hier oben haben wir ja schon. Und das ist ja gigantisch. Aber gut, dass sie dann so einzeln stehen bleiben. Also, das muss man wahrscheinlich aufpassen, dass die ganze Armee nicht irgendwann stirbt. So, Turm steht, sagst du? Sehr gut. Go, go. Reicht vielleicht, wenn überall ein Ranger drin ist. Da steht auch einer drin. Eigentlich haben wir überall eine Defense dann. Packen wir den da hin und den packen wir da rein. Du bewachst weiter den Eingang so ein bisschen. Ah, ich würde sagen, alle Marines tot. Das wäre es gewesen. Ja, machen wir einfach mal Attack-Move hier unten. Ich überlege jetzt, ob wir hier unten nicht ein Tor hinbauen wollen, wenn wir hier rein können. Es kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wert ist. Kann man die nicht einbauen? Hä? Okay, dann bauen wir es da oben hin. Das sieht so dann komisch aus, aber bevor es halt gar nicht funktioniert. So, da kann man nämlich rein und raus gleich da. Wenn jetzt irgendwas passiert, können die halt schnell fliehen oder Verstärkung ranbringen. Da oben ist ein bisschen auf jetzt im Moment, das gefällt mir noch nicht so ganz. So, was heißt mit dem Marktplatz eigentlich? Steine 40. Wir sind bei 22 plus 4, um Gottes Willen. Also er verkauft ja eh den Überschuss nachher, ne? Und da können wir doch eigentlich noch mehr Steine machen. Gibt ja eigentlich keinen Grund, da massiv mit zu warten. Juden gibt es direkt zwei Ressourcen. Nicht der Super-Access unbedingt. Aber es ist halt, zumindest Eisen ist ja wertvoll, das gibt es ja nicht überall. Kann ich nicht noch einen bauen? Wieso nicht? 30 Holz, okay. Bam, 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 gibt genug zu tun, ist hier schon. Ich packe mal den einen Soldaten mit hier oben hin. Ich habe ein bisschen Angst, weil das zu leer ist, wenn da was durchkommt, dass wir das Spiel verloren haben. Die kommen ja hier unten klar, die Jungs. Gibt da keine Mundprobleme. Zack, Tür aufmachen. Stell dich mal vor den Ranger. Das ist ja gar kein Ende da unten, ich sehe schon. Oh oh. Flanke. Weg. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir da ein Tor haben. Das scheint nicht weniger zu werden. Ich knall die ab und sind immer mehr. Ich bin nicht sicher, ob wir hier gut stehen. Na gut, Query ist euch verbreitet. Ja, vielleicht bauen wir hier vorne gleich auch nochmal eine Defense auf. Was das bedeutet, ist wieder Tesla-Spule, definitiv. Wenn wir zumindest die Optionen haben. Strom und alles langfristig, 21, es reicht. Ich habe den Eindruck, dass das immer mehr werden. Geh mal einen Schritt weg. So, wie sieht es denn aus mit dem Tag? Was können wir denn da noch machen? Nochmal eine Great Ballista, Sniper, Stone Workshop. Also übermäßig viele Steine haben wir trotzdem da noch nicht, ne? Lookout Tower, machen wir das mal. Dann können wir hier unten mal hinbauen, weil das eben wurde mit der Flanke überrascht, dass wir von links oder rechts kamen. Und ich glaube halt nicht, dass das besonders gesund ist. Das sind gleich alles Veteranen. Da kommt ein Feind. Echt Angst, dass man Truppen verliert ab und an. Das darf nicht, muss nicht. Sollte nicht. So, die Steinsachen da unten. Drei Steine. Ja, der Marktplatz ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel mit den Dingern da zusammen. Ich glaube, das wäre echt super wichtig in der Kombination. Ich frage mich, ob es überhaupt lohnt, die jetzt zu töten. Die scheinen immer mehr zu kommen. Es kann ja unmöglich sein, dass die eine erschöpfende Zahl da unten haben. Na gut, zumindest sammeln wir Erfahrung damit. Also von daher lassen wir die Truppe mal so. Marktplatz immer noch, oder wie war das? Steine. Jetzt brauchen wir noch 8 Arbeiter. Das heißt, wir müssen nochmal da ein paar vom bauen. Immer noch die Linie bauen. Und dann bauen wir im Kreis um das Ding nachher. Aber doch weniger.
Go, go, Jungs. Das ist ein Feind? Nee. Alles blüht und gedeiht. Lookout Tower, sehr schön. Was kostet der denn, wenn man den baut? Wo findet man den denn? Bei Military? 300 Gold ist relativ teuer. Aber es geht halt wirklich darum, hier unten her systematisch reinzugucken, wenn die Zombies kommen. Das ist echt nur zum Aufleveln, oder? Das farmt nicht wirklich Truppen ab. Ich vermute mal, es gibt auch ein Spawn-Gebäude. Vielleicht müssten wir da mal hingehen. Ja, aber zumindest leveln wir auf und arbeiten uns langsam da unten vor, was immer da auch ist. Wir müssen nur aufpassen, dass da nicht von hinten nochmal welche kommen. Im Moment sieht es eigentlich gut aus mit der Truppe. Ich warte immer noch auf meinen magischen Marktplatz. Das eng. Da steht schon alles. Da oben passt noch eine hin. Okay. Strom. Hier müssen wir auch mal gleich gucken, ob wir nicht nochmal. Also ich weiß halt nicht, ob die aus dem Bildschirmrand da rauskommen, ne? Und da werde ich auch überlegen, da zumindest mal zuzumachen, um Zeit zu gewinnen. So geht das nicht? Zombies in der Nähe? Ja. Haben wir das peu à peu. Ihr seid fertig hier? Attack. Clear erstmal die Seiten. Ist vielleicht sicherer, als erst durch die Mitte dich durchzuschälen. So, Defense. Wooden Wall. Nicht sicher, warum ich das da nicht bauen darf. Ich sehe nicht ganz, was das Problem ist. So, an der Mauer bleiben. Ich weiß nicht, warum ich da keine Mauer bauen kann, was ich da falsch mache. Wir haben Sicht, da sind keine Zombies. Die Tesla-Spule ist auch da. Ich weiß nicht, warum ich da nicht bauen darf. Vielleicht ist das diese man darf nicht am Bildschirmrand bauen Geschichte. Dann lass die Truppen einfach mal rüberbringen, weil ich da eh nicht bauen kann, brauche ich den Bauplatz auch nicht, obwohl ich damit eigentlich fast schon gerechnet hätte. Okay, dann ziehen wir jetzt hier, haben wir die Basis zu. So. Dann ist das zumindest safe. Der Gelbe ist jetzt ein Veteran, ja? Lass mal gucken, so ein Veteran hat 120 Leben. Im Vergleich zum 120 Leben. Was ist er denn da? 24, 250. Ja, der macht massiv mehr Schaden und schießt auch schneller, ne? Ich glaube, Veteranen lohnt sich. Das Aufleveln ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Das spart halt auch Ressourcen, wenn man das macht, dann offensichtlich, ne? Die gleichen Ressourcen, aber einfach eine größere Armee. Der einzige Offizier jetzt, der Veteran. Passt schon. Okay, so, wir waren immer noch in unserer Marktplatzgeschichte. Irgendwann heute kriege ich das nochmal hin. Da, Marktplatz, genau. Ach so, das ist für die gesamte Basis sozusagen. Ich dachte, es wäre halt ein bisschen enger, der Bereich. Dann können wir den tatsächlich auch da bauen, wo wir schon die ganzen Gebäude haben. Wenn denn da Platz gewesen wäre, hätte ich das vorher gewusst. Ja, dann bauen wir den zumindest so, dass wir ein paar der Gebäude da oben noch abdecken. Das Wasser, ne? Ja, PIO. Da habe ich natürlich so beschissen gebaut, bis mir irgend ging, weil ich das nicht wusste. Okay, dann bauen wir hier. Dann decken wir zumindest noch ein paar Gebäude ab. Dann hätten wir jetzt eine super Economy haben können in der Zeit. Ach ja. Das war vielleicht auch nicht so clever. Egal. Jetzt haben wir das so. Also im Moment würde ich sagen, das ist ja eigentlich ziemlich simpel, aber das wird wahrscheinlich noch hardcore schwer gleich. So, die Worker-Geschichte. Also hier vorne müssen wir auf jeden Fall diese ganzen Dinger für die Worker bauen. Das ist super, 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 super wichtig. Die Nahrung geht jetzt auch langsam ein bisschen aus. Das heißt, eigentlich wäre das schön gewesen, hätten wir halt, wenn anhängig da oben, hätten wir halt hier vorne das nutzen können für Farmen. Hier können wir immer noch, aber nicht mehr so effizient, ne? Zumindest kosten die Farmen ja keine andere Ressource. Also Gold und so, aber keine von den Arbeitern. Oh, das passt sogar noch fast komplett dahin, die Farm. Dann machen wir das. So, welche Ressource brauchen wir denn, um jetzt regelmäßig die Dinger zu bauen? Immer noch Holz, ne?
Fast die Frage, ob ich eine vierte Holzproduktion anschmeißen will. Man braucht das Holz auch für die Reparatur. Wenn ich das jetzt mache, dann wird das hier ein bisschen schwer mit dem Durchgehen. Vielleicht ein bisschen beschissen gebaut. Haben wir hier gleich mal eine Öffnung. So, die leveln jetzt alle auf. Sehr, sehr schön. Marktplatz. Fünf Einheiten kosten 100 Gold. Verkaufspreis ist 5 Gold. Okay. Man kann zumindest automatisch verkaufen, weil das sind ja Peanuts, die man da rausbekommt dann. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall immer noch die Worker. Für alles ist das wichtig. Und das heißt für uns einfach die Gebäude weiter spammen. Und das heißt, wir müssen Holz organisieren irgendwie. Ich habe jetzt hier eine doppelte Straße, weil ich ja besonders blöde bin. Aber jetzt steht sie schon einmal. Und da tun wir jetzt sauber weiterbauen. Was sind aber hier ein. Oh, ich sag schön nichts mehr. Bauplatz, ne? Ohne Worte, wie ich den nutze. Oh, ihr seid fertig? Dann go, go weiter, Jungs. Gibt genug zu tun. Hier vielleicht auch nochmal einen Eingang bauen. Ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Ich frage mich halt, ob man irgendwie das Tor drehen kann. Hörst du nicht, welche Taste das ist? Selectively place on the map. Rotate. Kann man das nicht rotieren? Warte mal, es muss doch irgendeine Taste zum Rotieren geben. Sonst wäre das ziemlich doof. Das sind die Controls. Okay, es gibt keine Kontrollen fürs Rotieren. Das heißt also, wenn ich da jetzt ein Tor bauen will, muss ich das komplett anders designen. Okay. Dann bauen wir das jetzt anders. Nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Aber zumindest haben wir dann jetzt mehrere Tore in der Festung. Dann können sie jetzt hier durcharbeiten und dann geht's ab in die Heimat nachher. Alright. Na, wenn die da oben fliehen oder da reingehen, passt dann. So, ja, wenn hier oben jemand durchbricht, das wäre mein Tod. Das ist immer noch so ein bisschen meine Befürchtung. Wir haben jetzt hier viel zu viele Ressourcen. Ich mache mal gerade Pause, weil wir müssen, glaube ich, anfangen, Sachen zu bauen. Ressourcen stapeln ist halt immer blöde. Wir können gerne mal eine Lagerhalle bauen. Aber mal vielleicht doch erstmal hier weiter Gebäude hochziehen. Energie fehlt. Die beste Lösung wahrscheinlich jetzt mal hier Lookout Tower. Ja, bauen wir mal da oben. Kannst du durch den Stein drüber gucken? Ich sehe da nämlich auch nicht viel. Die beste Methode wahrscheinlich weiter zu tacken, ne? Wenn man alle Ressourcen über hat. Wo kriege ich nochmal die. Aber erstmal Strom. Strom, Strom, Strom. Da geht noch. Ich kann gerne mal ein bisschen Stromreserve bauen. Das wird ja jetzt immer. Wir wachsen ja quasi exponentiell. Okay, mehr geht auch nicht. Okay. Genau, tacken. Aber tacken können wir schon machen. Ich wollte noch die Lagerhalle bauen. Und dann die Great Ballista. Tatsächlich, die wir jetzt aufgestellt haben, die sind ziemlich stark. Wir können gerne noch mehr davon aufstellen. Ich finde die eigentlich ziemlich gut. Let's go. Lass einfach mehr Marines ausheben. Es wird sicher noch schwer, oder? Also ich habe normalen Schwierigkeitsgrad eingestellt. Aber da stand Challenging oder so dran. Im Moment habe ich den Eindruck, dass das ein bisschen simpel ist. Und ich bin erstmal in der dritten Runde. Aber wenn die Leute sagen, es geht bis 100, das wird noch richtig schwer. Exponentiell schwer hoffentlich dann. So, wir haben jetzt den ganzen Strom und so ein Zeugs. Was heißt mit der Lagerhalle? Wo kriege ich die nochmal her? Ich könnte meinen, da Warenhaus, genau. Warum hast du eine Aura? Ach, das wird die Ressourcenproduktion sogar erhöhen von den Gebäuden drumherum. Das ist natürlich interessant zu wissen. Die Stromressourcenproduktion wird hier auch erhöht? Nee, ne? Blinkt zumindest nicht auf. Könnte man mehr Eisen abbauen? Obwohl das eben Moment stapeln. Aber das ist gut zu wissen, dass die Ressourcenproduktion erhöht wird dadurch. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Das heißt, ich hätte das auch von Anfang an wahrscheinlich woanders hinbauen müssen. Ja, hier unten. Ja, egal. Da. Nee, ist eigentlich nicht egal.
Wenn ich ihnen das wirklich wegnehme, ich weiß ja nicht, wie viel das jetzt erhöht, wenn ich denen jetzt hier einen Teil ihrer Felder wegnehme, ob sie das dann rentiert. Aber Bauplatz ist halt echt ein Problem, ne, bei uns. Dozens have infected are near the colony. Guck gleich. They are approaching from the north. Gerade ein Bauprojekt. Na gut, dann bauen wir es hier hin. Zumindest haben wir einen größeren Lagerbestand. So, was hast du gesagt von 8 Stunden? Dozens of infected near the colony from the north. Das heißt, da müssen wir mal die Truppe verbessern. Commander? Gogo. Always. Ist die Frage, welches die. Also vom Once Norden ist halt auch again. der schwächste Punkt, muss man leider sagen, ne? Ich weiß halt nicht, ob die den oder den angreifen und beide sind da nicht besonders Yes, my stark. commander. Können wir denn da die Defense jetzt verstärken kurzfristig? Weiß manchmal nicht, wo man da nicht bauen kann weiter. Achso, wir kein Holz mehr haben. Ja, wir wissen unglücklicherweise jetzt nicht, ob die von hier oder hier angreifen. Obwohl hier die Defense relativ gut ist, wenn wir die bemannen, die Mauer. Ich lasse mal den einen Bogenschützen hier unten alleine, da kommt ja eh keiner. So, ab da rein, Coco. Just tell me what to do. Reporting for duty. Das Problem ist, von da nach da zu kommen, das geht nicht so schnell. Ich stelle dich jetzt einfach mal mittig Understood. mit dem da zusammen. Commander, come on. Come on. Wir stellen die jetzt einfach mal mittig so lang und erhöhen die Armee weiter. Wir haben auch wieder Holz, um die Mauer noch schnell zu verstärken. Doppeldick, doppelgut. Haben wir wieder kein Holz. Hätten die Lagerhalle viel, viel früher bauen müssen. Das ist alles ein bisschen Lerneffekt. Da kommt der Totenkopf. Ja, beim letzten Mal ist er halt auch zielstrebig auf die eine Seite gegangen und hat dann auf der anderen Seite angegriffen. Also nochmal, lass mich nicht verarschen. Die Marines sind auf jeden Fall einsatzbereit. Pack die hier hin, weil das anscheinend auch hier vorne heißen könnte. Also wir haben mal halt drei potenzielle Angriffspunkte, unglücklicherweise. Wie ist das mit der Ballista? Attention, reporting for duty completed. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Vorwarnzeit, aber das ist echt nur sehr begrenzt. Unglücklich alles. Was macht denn der Ballista-Tech? Habe ich nicht eben. Oh, Sniper. Machen wir das schon mal. Ich hätte doch einen Ballista-Tech gemacht. Hieße das normalerweise nicht, dass man dann auch eine Ballista bauen kann? Ah, Dark Ballista. Ja, ist ja die Frage, ob es sich jetzt wirklich lohnt, da oben einfach eine hinzupacken. Was kostet denn an Ressourcen? 500 Gold, wenn nicht das Drama und der Rest ist auch nicht so schlimm. Aber den einfach hinzupacken, wenn da nichts passiert, ist natürlich fragwürdig. Ja, wo greift der Blob an, ne? Wo wollen wir eine Ballista eventuell dazu packen? Ich würde sagen, wir verzichten. Also, wir haben da ja schon eine stehen, wir verzichten da erstmal drauf. Gucken wir, ob wir noch eine Mauer dazu packen können. Gut, dass da Dwellings sind, Cottages meine ich. Da ist die Truppe. Jetzt sehen wir gleich, wo die sich hin bewegt. Links, rechts, rechts, links. Hol sie hin. Rechts. Marines! Commander, come on. All right. Natürlich die Frage, welchen von den beiden die jetzt angreifen dann. Also richtig gelöst ist Understood. das immer noch nicht dadurch. Aber jetzt kann man vielleicht noch rechtfertigen, dass wir noch schnell eine Ballista hinterherziehen. Richtig Range ist das dann aber auch nicht hier, ne? Gucken wir mal, ob das hoffentlich noch geht. Die sind ja blöd, die Viecher, die kommen sicher hier vorne hauptsächlich hin. Go, go. Reporting for duty. Ja, die kommen da vorne hin. Das heißt, der Rest Do der you need Truppe me? kann auch hier vorne hin. Hoffe ich. Hoffentlich gehen nicht ein paar von denen nach rechts. Ich meine, da ist auch einer drin, aber halt nur einer. Go, go, epische Schlacht. Bam, bam, bam. Das Ding braucht doch relativ lange. Hat mal jemand eine Granate von euch? Du schießt gar nicht mit, sagst du? Hat natürlich nicht viel Sinn. Nicht ganz so clever, die Steuerung. Ja, sieht also aus, als ob das ohne Probleme gelöst wurde. Obwohl es gut war, dass wir eine doppelte Mauer hatten, sonst wären die jetzt durch gewesen, ne? Und dann wäre es wahrscheinlich immer noch nicht so gefährlich, aber ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Nun müssen wir natürlich jetzt hier mal überlegen, irgendwann ein Tor zu bauen.
Beziehungsweise nach Norden gehen wir wahrscheinlich hier oben gleich raus und bauen wir da ein Tor. Okay, die Welt ist gerettet. Lass trotzdem mal hier unten vielleicht weiter das Ding clearen. Lass den Norden erstmal Norden sein. So, was ist denn der nächste Plan? Was müssen wir jetzt als nächstes anstellen? Erstmal die 30 Millionen Marines da rausnehmen. Der eine Turm, der verteidigt das ja. Ah, der Ranger kann mein Ding da rein. Ist nicht so schlimm. Drin bleiben. So, Workshop ist fertig. Noch mehr Marines. Go, go. Ja, was müssen wir jetzt machen mit den Ressourcen? Das wäre die nächste Frage. Also wir können die Mauern überall verstärken oder überall noch Tore einbauen, obwohl das wäre jetzt auch übertrieben. Wir könnten auch mehrere Marine Troops losschicken. Vielleicht machen wir mal einen großen Blob, einen Drop of Doom und gehen mit dem mal so ein bisschen spazieren. Hier unten gibt es auch eine Menge Eisen. Ich sehe allerdings nicht so, dass wir das bräuchten. Ich weiß auch nicht, ob das besonders viel Gold bringt, aber wir haben alle Ressourcen im Moment. Und ich bin mir, also wir können immer noch wahrscheinlich was ausbauen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es keinen Bedarf im Moment gibt. Vielleicht müssen wir wirklich irgendwie hochtecken, um sinnvoll unsere Ressourcen zu benutzen. Oh, das ist ja katastrophal gebaut von mir. Passt. Energie fehlt. Ich bin mir auch nicht sicher, mit dem Hochtecken, wie das geht. Das ist wahrscheinlich dieses Steingebäude, das ich eben irgendwo hingeflanscht habe, was hochtackt mit Steinen oder so. Müsste ich gleich nochmal gucken. Ja, wir könnten uns hier unten ausbreiten und die ganzen Ressourcen nehmen. Das ist ja jetzt eigentlich ein Land, was alles auf ist, ne? Das könnten wir jetzt eigentlich nutzen. Das ist ja Bauland und safe ist es auch noch. Ich glaube, wir machen das mal. Die Marines haben das ja alle geklärt. So. Das ist jetzt Truppe 1. Chase. Unit will chase and attack enemy on the map. Macht ihr das systematisch zumindest? Ja, die teilen sich dann auch auf. Na, lassen wir die mal machen. So stellen wir eine neue Truppe Marines her. So, hier unten gibt es auf jeden Fall eine Menge Ressourcen. Ja, mit daran. Wir müssten aber vielleicht eine kleine Truppe. Müssten wir hier hinschicken, wenn ich hier bauen will. Die schaffen das sicher auch alleine. Nur aufpassen, wenn der Riesenblock gleich kommt. Und was ist denn in diesem einen Gebäude? Ich habe doch eben so ein Steinding gebaut zum Tech, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Wo habe ich denn das hingeflanscht? Oder habe ich das nicht gebaut? Ich bin nur eingebildet. Traps. Nicht immer für die gut sind. Ich mache jetzt erstmal Sniper. Ah, da oben gibt es Besuch. Ja, hier oben ist noch ein bisschen dünn. Also die kommen jetzt ganz offensichtlich aus dem Bildschirm ran. Das heißt, die spawnen da auch. Das war eine Info, die ich halt bis jetzt noch nicht hatte. Dann wissen wir das jetzt auch. Wir können Truppen da oben hinstellen oder einfach eine Ballista. Energy 2. Stellen wir das damit rein. Ja, hier vorne muss ein bisschen Defense. Gute Patrouille. Also die scheinen auf jeden Fall immer wieder zu kommen, die Viecher. Ja, das da im Norden, das kostet mich dann eigentlich auch Holz, ne? Vielleicht baut ihm einfach einen Turm gleich dahin. Das kostet ja dann keine Ressourcen im Massiv. Kann man den da reinsetzen über den anderen Seiten? Brauchst du den nicht? So, wo ist diese eine Tech-Hütte, von der ich eben, die ich eben gebaut habe? Habe ich die gebaut? Ich meine, habe ich mir das nur eingebildet? Ich könnte meinen, ich habe die gebaut. Das war das Warenhaus. Ich glaube, ich habe das dann doch nicht gebaut, ne? Ja, die Marines räumen weiter auf. Bam, bam, bam. Im Ernst? Ja, die haben tatsächlich schon ein paar Lebenspunkte verloren. Hier gehen wir dem erstmal nach Hause. Die heilen sich ja über Zeit, ne? Schick mir die wirklich mal nach Hause. Für eine kurze Zeit. Pause machen. Hier vorne, die würde ich ganz gerne hier vorne einfach stehen lassen, weil ich hier nachher ausbauen will. Könnt ihr die schon mal abknallen? So, jetzt haben wir einen Sniper. Bauen wir einfach mal eine Gruppe Sniper. Mal gucken, vielleicht macht das ja was. So, du gehst da rein. Ja, dieses eine Gebäude habe ich wahrscheinlich vergessen zu bauen. Also, ich nur eingebildet, dass ich das gebaut habe. Industrie, Stone Workshop.
Und ist wieder so groß. Ich würde hier oben halt ganz gerne gleich nochmal die Farmen hochziehen, weil da würde ich nur ungern hinbauen. Ich baue das mal nach hier außen, weil ich eh expandieren will. Das ist quasi die alte Mauer und die neue Stadtmauer wird jetzt nach außen gezogen gleich. Und dann bauen wir jetzt auch schon mal die Gebäude dahin. Dann ziehen wir hier gleich noch eine Mauer drum. Wahrscheinlich so irgendwie rum, so eine riesige. So, Sniper-Einheit, wo ist er denn? So, Attack Damage 100, Attack Damage 15. Wahrscheinlich sniped er die wirklich weg. Attack Speed. Der ist viermal so schnell. Also wenn, wir können jetzt mal gerade ausrechnen hier. Mal reinzoomen. Also er hier, der schießt jetzt zweimal pro Sekunde. Das heißt, er macht pro Sekunde 30 Schadenspunkte. Der Sniper, der schießt ungefähr ein halbes Mal pro Sekunde und macht dann eben 50 Schaden pro Sekunde, richtig? Ja, 30 Schaden pro Sekunde, 50 Schaden. Das heißt, der Sniper hat sogar eine höhere DPS als der normale Soldat. Sehr interessant. Und dazu natürlich noch wahrscheinlich eine massive Reichweite. 8 ist jetzt nicht so massiv, ehrlich gesagt, aber... Natürlich weniger tanky. Aber der DPS vom Sniper scheint höher zu sein als vom normalen Soldaten. Und die normalen Soldaten-DPS ist höher als die von dem Ranger. Und da sind die Sniper eine gute Backline, definitiv. Gibt eigentlich keinen Grund mehr, keine Nicht-Sniper herzustellen, vermute ich mal. Es sei denn, es gibt irgendwelche Nachteile, von denen ich nichts weiß. Außerdem, dass sie weniger tanky sind, aber die sollen eh nicht tanken, das soll das Holz machen. So, ich überlege jetzt auch mehr Tesla-Dinger überall zu bauen, damit ich die Mauer ausbauen kann. Aber wir bauen jetzt erstmal hier unten die, das war wahrscheinlich im nächsten Video, aber ich glaube, beim nächsten Video gehen wir wirklich hin und gucken mal, ob wir hier erstmal alles scouten an der Ecke, wo wir den nächsten Chokepoint errichten können, ne? Mal eine Mauer vielleicht da runterziehen, hier und dann hier. Und dann haben wir Zugriff auf die gesamten Ressourcen und können natürlich alle möglichen Gebäude hochziehen und auch den Tech dann in Angriff nehmen, gucken, was da dann drin ist. Das sieht auf jeden Fall gut aus, wir sind noch nicht mal Halbzeit, ne? 100 Tage ist das Spiel wohl. Ich bin nicht sicher, wie weit man expandieren muss. Das Problem wird sein, je größer wir werden, und der Gegner wird ja wahrscheinlich genauso stark wie wir oder stärker mit der Zeit als wir, desto schwieriger ist es, eine Armee, ne, zusammenzuziehen, also die Truppe, die hier steht. Gerade wenn ich hier unten in der Map bin, die da oben angreifen, und man weiß nicht, wo die angreifen, und die kommen von zwei Seiten, ich glaube, das wird noch ein Riesenproblem werden. Da muss man sich wahrscheinlich mit diesen Holzpalisaden, die relativ preiswert sind, was überlegen. Ein paar Irrwege für die Leute, mal sehen. Und man muss wahrscheinlich auch aufpassen, dass die nicht diese Bevölkerungszentren erreichen, weil die sich dann da vermehren. Dass man die Gebäude vielleicht wirklich in so Kerngebieten lässt und Industriegebäude, die keine große Vermehrung anbieten, wenn übernommen werden, dass man denen nicht die Zombies Zugriff zulässt, aber dass die, ne, dass man da ein bisschen bei der Defense spart. Ah, gesaved. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ciao, ciao.